Willkommen in der Welt von Fotografie-Durchstarterin Petra Collins. Sie zeigt Frauen aus der Sicht von Frauen und das gern außerhalb des glatt gefotoshoppten Girls-Klischees. Wir besuchen den neuen Darling der nordamerikanischen Kunstszene und Schrecken des konservativen Establishments in ihrem Studio in Manhattan. Petra Collins, 22, Fotografin, Filmemacherin, Gründerin des Künstlerinnenkollektivs The Arderers und Vorreiterin eines neuen Feminismus. Und der lässt sich natürlich am besten über die sozialen Netzwerke verbreiten. If you're just creating like art in a gallery, it's such like a Wenn Kunst nur in Galerien stattfindet, ist sie doch total abgeschottet und erschwert vielen den Zugang. Instagram, Tumblr, all diese sozialen Medien und das Internet allgemein sind sehr wichtig für junge Frauen, weil sie ihnen die Freiheit bieten, ihre eigene Plattform zu schaffen. Und sie sind super zum Netzwerken. So kannst du deine eigene Geschichte erzählen, anstatt das anderen zu überlassen. Create your own story instead of having people tell it for you. Petra Collins erzählt ihre Geschichten mit starken Bildern selbstbewusster Frauen und lotete dabei 2013 unfreiwillig die Grenzen der Online-Freiheit aus. Collins teilte dieses Foto mit ihren 25.000 Followern, Hashtag Bikini. Eins unter 12,5 Millionen mit demselben Hashtag wohlgemerkt. Nur, dass es Petra Collins gewagt hatte, im Bikini-Ansatz Schamhaar zu zeigen. Nachdem ich das gepostet hatte, kamen sofort super viele fiese Kommentare. Das ist ja abartig, ich fühle mich beleidigt. Und dann wurde sogar mein Account gelöscht. Total absurd. Dabei ging es mir gar nicht um den Account. Schockierend war eher zu kapieren, dass ich mein Bild in der Öffentlichkeit nicht selbst bestimmen kann. What I look like. Das Ganze wurde zu einem echten, sagen wir, Schamhaar-Gate. Wie hier in einer der größten Talkshows Amerikas. That's not my thing, but I don't mind that, and I'm offended that we've grown so fake in society. Well, then why did you blur it out? Because the legal department said we'd be canceled if we didn't. Basically, really? They told us we had to blur it out, and I'm mad about that. And there is a double standard because Kim Kardashian, yeah. We can't have real as in pubic hair, but we can have fake as in. True. Yeah. Okay. Absolutely. Can I ask you a question? Petra Collins würde das so unterschreiben. Denn Fake-Frauen à la Kim Kardashian gab es auch schon zu ihren Teenie-Zeiten. Anfang der 2000er war Popkultur total sexuell. Das war krass. Ich bin mit Jessica Simpson und Paris Hilton aufgewachsen. Also dachte ich, ich bin nur so viel wert, wie ich aussehe. Das ist natürlich Gift als Teenager. Das Fotografieren hat mich damals am Leben gehalten und tut das heute noch. Ich war eine Katastrophe in der Schule, war Legasthenikerin, konnte schlecht lesen und schreiben. Kreativ sein zu können, hat mich gerettet. Wir begleiten Petra Collins nach Brooklyn zu einem Shooting. Das findet eben nicht in einem perfekt ausgeleuchteten Studio statt, sondern zu Hause bei dem Mädchen, die sie fotografiert. Die Protagonisten für ihre Fotogeschichten findet Petra Collins meist dort, wo sie auch veröffentlicht werden, in den sozialen Netzwerken. Meine Shootings laufen sehr entspannt ab. Dabei sind immer nur meine Models und ich. Meistens hängen wir einfach Stunden zusammen ab. Wir gehen von Raum zu Raum und warten einfach darauf, dass was passiert. Das ist ein ganz langsamer Prozess, bei dem die Mädchen irgendwann vergessen, dass ich überhaupt da bin.
my camera and less aware of me. Das ist so süß. Für ihr neuestes Projekt wechselt Petra Collins mal eben das Medium. Sie dreht Videoporträts über Teenager-Mädchen, die aus Tanz ihr Selbstbewusstsein ziehen. Film ist ein neues Ding für mich. Ja, da will ich dranbleiben. Es ist komischerweise ein Medium, das sich leichter teilen lässt als Fotos. Es ist irgendwie zugänglicher. Mein Traum ist es, einen ganzen Spielfilm zu drehen. Darauf arbeite ich hin. Idealerweise einen richtig großen Kinofilm mit dickem Budget. Darauf freuen wir uns jetzt schon. Und bis dahin lesen wir einfach Babe, das neue Buch von Petra Collins und ihrem Künstlerinnenkollektiv. Voilà, deux vies géniales.